Was ist überhaupt Mensch-Hund-Beziehung? Das ist ja für den einen oder anderen gar nicht so einfach wahrscheinlich zu definieren. Und deswegen fragen wir doch erstmal, was gehört überhaupt zur Mensch-Hund-Beziehung? Ganz sicher, oder für die meisten zumindest ganz sicher, gehört Erziehung zu der Beziehung, weil das ist meistens der wichtigste oder der grundlegende Bestandteil einer Beziehung, dass das Kind oder der Hund erzogen wird. Dann natürlich, davon auf keinen Fall vergessen, Auslastung, Beschäftigung. Also dieser Ablauf, den ich jetzt hier erstellt habe, der ist nicht zwangsläufig bindend. Das kann jeder in der Reihenfolge aufstellen für sich, wie er möchte. Auslastung, Beschäftigung, klar, 20 Minuten am Tag mal eben Pipi machen, immer dieselbe Strecke, ist nicht unbedingt Auslastung und Beschäftigung. Wenn man sich mal so in Amerika umguckt, da ist einmal die Woche eine Viertelstunde spazieren gehen, Auslastung und Beschäftigung. Sollte man hier nicht einführen, solche Geschichten. Also man sollte seinem Hund schon mindestens einmal am Tag eine Dreiviertelstunde Bewegung geben, denke ich mal. Und was man dann noch über den Tag verteilt macht, mal irgendwie Kopfarbeit oder so, ist ja auch nicht außer Acht zu lassen. Da gibt es ja auch genug Angebote, was man da machen kann. Grundversorgung, natürlich ganz wichtig. Was gehört zu Grundversorgung alles? Nahrung, Pflege, Beschäftigung, auch natürlich ein Teil. Fürsorge, Aufmerksamkeit natürlich, also alles, was bei vielen leider im Vordergrund steht, bei vielen Hundehaltern. Aber da kommen wir später noch zu der Problematik. Und dann haben wir die Bindung. Und die Bindung ist tatsächlich ein Teil der Beziehung. Also man kann oder man muss es nicht getrennt sehen, sondern man kann die Bindung wirklich als ein Teil der Mensch-Hund-Beziehung sehen. Und wir werden dann auch im Laufe des Vortrages noch sehen, warum das so ist. Fangen wir aber erstmal an, wo überhaupt die Ursachen für Beziehungs- und Erziehungsprobleme liegen. Weil eine gestörte Beziehung möchte man ja gerne entstört haben. Und da muss man ja wissen, woran es liegen kann, dass die Beziehung gestört ist. Genetische Disposition beim Hund, immer wieder natürlich gerne genommen. Wenn man sich als Couch-Potato, sage ich jetzt mal, einen Hütehund anschafft oder einen Jagdhund und der dann auch noch aus einer Hochleistungszucht vielleicht kommt und solche Sachen halt leidenschaftlich gerne ausführt, hat man schon mal die ersten Beziehungs- und Erziehungsprobleme eventuell. Der nächste Punkt ist Fehlentwicklung in der Frühentwicklung, ist natürlich auch häufig ein Fall, gerade wenn man nichts über die Frühentwicklung weiß, wenn man sich einen Welpen aus dubiosen Winkeln holt oder halt die Vorgeschichte nicht kennt, Hund aus Tierheim und so weiter. Ist halt alles möglich, dass in der Prägung und Sozialisierungsphasen, dass da irgendwas falsch läuft, dass die Hunde, jetzt um mal ein Beispiel zu nennen, halt nicht auf den Menschen sozialisiert worden sind, nicht auf Geräusche, also das Übliche, was man halt so mittlerweile kennt. Medienlandschaft, sehr großes Problem mittlerweile. Gerade so Bildzeitung und solche Geschichten, wenn man gerade auch so wie ich sich viel mit Listenhunden beschäftigt und mit denen arbeitet, kann man mittlerweile natürlich vielfach nur noch mit dem Kopf schütteln, was da so in den Zeitungen steht und wie da Sachen auch schamlos falsch verbreitet werden und ausgeschlachtet werden. Also, und wenn man als Otto-Normal-Hundehalter, sage ich jetzt mal, nicht so das Background-Wissen hat und sich nicht so da reinkniet und sich nicht so mit der Materie beschäftigt, ist man natürlich auch mal schnell geneigt, sich davon verleiten zu lassen, was man da so sieht im Fernsehen und in der Zeitung. Und ja, wie gesagt, gerade was so die Listenhunde und unsere Gesetze angeht, haben wir dann natürlich ein Riesenproblem, was die Medien angeht. Nicht bei allen, einige sind auch seriös, aber viele setzen halt mehr auf Masse statt auf Klasse. Was auch ein Problem häufig ist für Hundehalter, ist das mittelbare Umfeld, die sogenannten persönlichen Ratgeber. Das sind Nachbarn, Familienangehörige, die alles besser wissen meistens. Irgendwelche anderen Hundehalter, die alle schon dieselben Probleme hatten, wo der Hund aber komischerweise meistens noch schlechter hört als der eigene. Aber die anderen wissen halt immer alles besser, das ist halt so. Und auch da ist man natürlich einem Wust an Ratschlägen sich ausgesetzt als Hundehalter, gerade als Hundehalter-Anfänger, wo man dann irgendwann gar nicht mehr weiß, was überhaupt oben und unten ist. Und letztlich bleibt dann das unmittelbare Umfeld, die Mensch-Hund-Beziehung an sich, wo man als Hundehalter, und ich spreche da aus Erfahrung, ich habe auch mal als Hundehalter angefangen, wo man einfach Sachen nicht versteht, die passieren. Und gerade wenn man mit Aggressionsproblemen bei seinem eigenen Hund zu kämpfen hat und auch von seinem eigenen Hund gebissen wird und man weiß nicht warum, dann kann das schon sehr
an die Nerven gehen und sehr zehren. Und auch das ist halt ein Grund, warum man dann Beziehungsprobleme bekommt. Jetzt stellen wir mal gegenüber, wir haben ja in der Mensch-Hund-Beziehung haben wir zwei Werte, sage ich jetzt mal. Einmal die sozialen Werte und einmal die materiellen Werte. Materielle Werte, wird jedem klar sein, was das ist Leckerchen, Spielzeug, der Futterbeutel, der viel gerne genommene, irgendwelche anderen Ressourcen, Nahrung natürlich, was existenziell ist für den Hund, Beziehung. Also alles, was mit materiellen Werten zu tun hat, bezeichnet man als Beziehungswert. Das gehört zur Beziehung. Demgegenüber stehen die sozialen Werte, Bindungselemente, Emotionalität, Empathie dem Hund gegenüber, das soziale Vertrauen, ganz wichtig. Wenn man eine vernünftige und funktionierende Mensch-Hund-Beziehung haben will, gehört beiderseitiges soziales Vertrauen dazu. Das ist ganz wichtig. Daraus ergibt sich dann die Bindung. Ja, wie erreicht man das jetzt? Beziehung, haben wir gerade drüber gesprochen, was dafür notwendig ist, die materiellen Werte. Und wir haben einmal, um eine Beziehung auszubauen oder dass der Hund überhaupt eine, wir sprechen ja immer, dass der Hund, wir möchten ja, dass der Hund zu uns eine Beziehung aufbaut. Und dann muss man sich ja fragen, was kann ich tun, damit der Hund das macht. Im Prinzip reicht es, wenn Sie dem Hund Futter geben, dann haben Sie schon eine Beziehung zum Hund. Die ist recht eintönig, aber es ist eine Beziehung. Wenn man wirklich was reißen will mit seinem Hund und auch wichtig sein will für seinen Hund, dann muss man halt seine Attraktivität erhöhen. Und das macht man nicht, indem man die ganze Zeit auf seinen Hund einquatscht und immer Leckerchen reinstopft, sondern das erreicht man durch gemeinsame Abenteuer, durch soziales Spiel, aber auch durch Durchsetzungsvermögen. Das hören viele nicht gerne, aber es ist tatsächlich so. Man muss wissen, wo Ressourcen liegen. Im eigenen Haushalt ist das, man muss wissen, wo die Keksdose steht. Und demgegenüber steht dann natürlich noch, oder dazu kommt dann die Motivation, Leckerchen Spielzeug, da sind wir wieder in dem materiellen Bereich. Und die Verlässlichkeit und Vertrautheit ist ganz wichtig. Der Hund oder wir müssen als Hundehalter, als souveräner Hundehalter, müssen wir für den Hund vorhersehbar sein in unserem Verhalten. Das heißt, das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass wir nicht heute Hü und morgen Hott sagen dürfen im Großen und Ganzen. Wir dürfen dem Hund nicht unnötig irgendwelche überzogene Gewalt zukommen lassen. Man kennt dieses typische mit der Nase in den Haufen schubsen, wenn er in eine Bude gemacht hat. Das hat nichts mit Verlässlichkeit und Vertrautheit zu tun, wer das immer noch macht oder wer das immer noch empfiehlt. Das ist einfach ein riesen Misstrauensbeweis und Vertrauensbruch, was man da seinem Hund gegenüber antun kann. Mal davon ab, dass er überhaupt nicht versteht, warum man das macht. Das ist dazu noch ein riesen Vertrauensverlust, den der Hund uns gegenüber eigentlich vielleicht schon hatte, das Vertrauen. Ja, da steht noch drunter, keine dauerhafte Beziehung mit Chaoten. Das kennen wir von uns Menschen auch. Wer will schon mit einem eine Beziehung haben, auf den man sich nicht verlassen kann, der immer macht, was er will, der nie kommt, wenn er kommen soll und solche Klamotten. Das gilt halt auch für Hunde. Die möchten halt auch wissen, wo sie dran sind bei uns Menschen. Demgegenüber haben wir dann wieder die Bindung. Was zeichnet die Bindung aus? Oder was zeichnet die Bindung aus, kann man eigentlich so stehen lassen. Ein individuell gebundener Beziehungspartner. Das heißt, für den Hund, ich kann 10 Beziehungen haben, aber ich habe in der Regel nur eine Bindung zu einer Person, zu einem Menschen oder zu einem anderen Hund, wie auch immer jetzt. Aber wir sind ja in einer Mensch-Hund-Beziehung, also gehen wir auch vom Hund, vom Menschen aus. Dieser individuell gebundene Beziehungspartner ist der einzige, der wirklich dazu fähig ist, den Hund in belastenden Situationen zu entstressen, sage ich jetzt mal. Das ist der Anlaufpunkt für den Hund, wenn es mal wirklich stressig wird für den Hund. Wir werden das gleich noch ein bisschen weiter erläutern auch. Und was auch wichtig ist, was viele Hundetrainer scheinbar nicht wissen, eine echte Bindung funktioniert erst ab circa dem 4. Lebensmonat beim Hund. Muss dann noch fixiert werden und ich habe mich nochmal rückversichert, bei dem Verhaltensbiologen meines Vertrauens und man sagt so, zwischen dem vierten und sechsten Lebensmonat ist man erst zur Bindung fähig oder ist der Hund erst zur Bindung fähig.
Und zwar sagt der Herr Wickler, dass Bindung ein Bestreben nach Aufrechterhaltung zu der Nähe zu einem spezifischen Partner ist, der nicht von einem anderen der gleichen sozialen Kategorie ohne weiteres ersetzt werden kann. Das heißt, wenn ein Hund sich einmal einen Bindungspartner ausgesucht hat und dieser Bindungspartner entschwindet auf einmal, ist es für den Hund nicht so einfach, sich wieder, oder der Hund macht es sich nicht so leicht, wie wir es teilweise machen, sich wieder einen neuen Bindungspartner zu suchen. Ein schönes Beispiel dazu, zu dem spezifischen Bindungspartner. Ich weiß nicht, wer alles eine Mutter hat oder eine Oma und da mal mit dem Hund zu Besuch kommt. Ja, ich höre, der ein oder andere hat's. Also wenn das bei mir so ist, wenn ich zu meiner Oma fahre und dann auf dem Parkplatz bei meiner Oma fahre, dann merke ich schon, dass es im Kofferraum unruhig wird. Und meine Hündin ist nicht leicht, die hat Probleme mit anderen Hunden, die jagt gerne, die hört auch nicht immer, nicht altersbedingt, auch so. Aber wenn wir bei meiner Oma auf dem Parkplatz fahren, könnten, glaube ich, auf dem Parkplatz 10 Hasen in Reihe stehen, das wäre ihr egal. Weil da geht es vom Kofferraum schnurstracks in die Küche. Weil da steht nämlich Oma schon bereit und mit mindestens 2 Schmackos und mit mindestens einem Keks oder einem Wiener Würstchen. Und ich habe es mittlerweile aufgegeben, Nein zu sagen, weil das bringt eh nichts. So, jetzt kann man ja sagen, Oma füttert den Hund und da haben wir ja schon drüber gesprochen, Beziehung mit Sicherheit. Jetzt spinnen wir das Beispiel aber mal weiter. Jetzt knallt es ganz laut. Irgendein Silvesterböller oder ein Gewitter auf einmal, was auch immer. Plötzlich sind dem Hund die Leckerchen völlig egal und der Hund kommt zu mir gelaufen und stellt sich neben mich. Das ist der Bindungspartner. Ich bin nicht so wichtig wie das Leckerchen, aber wenn irgendwas Gruseliges ist, dann werde ich wieder wichtig, weil ich derjenige bin, der Schutz bietet dann. So, nun beschäftigt man sich ja als Hundetrainer viel mit Mensch-Hund-Beziehungen. Und gerade in der Einzelfallanalyse, wenn man dann zu Hundehaltern kommt und die sagen, ich habe das und das Problem, macht man ja erstmal eine Ist-Stand-Analyse in der Regel. In dem ersten Gespräch oder mit dem ersten Spaziergang oder wie auch immer man das als Hundetrainer vonstatten lassen geht, hat man meistens dasselbe Problem bei den meisten Hundehaltern, dass die Hundehalter die materielle Abhängigkeit vom Menschen mit sozialer Bindung verwechseln. Warum auch immer. Wahrscheinlich wieder, was wir am Anfang gehört haben, Medienlandschaft, Ratgeber und solche Geschichten. Also die meisten wissen nicht, dass es falsch ist und machen es auch nicht absichtlich falsch. Das unterstelle ich keinem. Und das ist auch in der Regel nicht so. Aber es ist halt erschreckend auffällig, dass wirklich die Menschen denken, teilweise die Hundehalter, wenn sie dem Hund nur genug Leckerchen reinstopfen, dann haben sie alles, was sie sich wünschen können vom Hund. Und häufig sieht es halt so aus in der Mensch-Hund-Beziehung. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Die Felder sind ein bisschen klein da unten. Das etwas hellere sind die materiellen Werte. Das etwas dunklere sind die sozialen Werte. So sieht häufig die Mensch-Hund-Beziehung aus. Die materiellen Werte nehmen deutlich Überhand und sozial ist nicht viel da. Materielle Werte ausschließlich mit Leckerchen oder Spielzeug den Hund erziehen oder beschäftigen. Keine Erziehung, sondern Konditionierung ist das, meine Damen und Herren. Wenn Sie einen Hund versuchen, ausschließlich mit Leckerchen zu erziehen, ist das keine Erziehung. Sie bringen dem Hund Kommandos bei oder konditionieren ihm einen Sitz oder einen Platz oder einen Bleib oder was auch immer, aber das hat nichts mit Erziehung zu tun. Erziehung ist, wenn ich dem Hund klare Grenzen gebe und dem Hund sage, das darfst du nicht. Und da braucht ein Hund kein Leckerchen für. Natürlich kann ich ihm eins geben, aber es ist nicht notwendig. Das ist nämlich der weitere Punkt, was man nämlich dann hat. Der Hund wird nicht erzogen, der wird bestochen. Da werden dann Tauschgeschäfte gemacht, der Hund wird abgelenkt, auch immer viel im Problemhundbereich. Wenn der Hund Probleme mit Joggern hat, mit Fußgängern, mit Hunden, mit dem Himmel, der ihm auf den Kopf fallen könnte, dann wird mal schnell der Futterbeutel gezogen oder das Leckerchen und der Hund wird gekonnt dran vorbeigetänzelt. Es ist Selbstbetrug. Und das hören natürlich die wenigsten gerne, der Mensch degradiert sich selbst zum Futterautomaten. Sie sind nichts anderes als ein Futterautomat. Der Hund kommt zu Ihnen, drückt auf den Knopf, kriegt seine Dose Cola und geht wieder. Bitter, ich weiß, aber so sieht es leider aus. Dagegen haben wir dann wieder die sozialen Werte. Auch da gibt es Philosophien, die sagen, es wird ausschließlich über soziale Werte. Es gibt keine materiellen Werte bei uns. Also da gibt es gar kein Leckerchen, überhaupt nicht. Kein Spielzeug,
keine Konditionierung, keine Ausbildung, nichts, sondern wirklich nur ausschließlich Lob, verbales Lob, taktil, körpersprachlich. Hört sich erstmal nicht schlecht an. Der materielle Verzicht, wie gesagt, aber in beiden Fällen, sowohl wenn man nur materiell als wenn man nur sozial seine Beziehung versucht aufzubauen, hat man immer eine reduzierte Lebensqualität. Und nicht nur beim Hund, sondern auch beim Menschen. Und man hat zusätzlich in der Regel Probleme bei der Erziehung, bei der Ausbildung und Therapie von Verhaltensproblemen. Weil weder mit dem einen noch dem anderen kommt man wirklich weit in der Regel. Ja, Ausgewogenheit zur Verbesserung der Mensch-Hund-Beziehung und Lebensqualität des Hundes, so sollte es aussehen. Das wäre so das Idealbild, was ich immer gerne versuche zu vermitteln. Warum nicht beides gleich? Warum muss man das Leckerchen überwiegend einsetzen oder warum muss man das verbale Lob überwiegend einsetzen? Warum kann ich denn nicht beides versuchen miteinander zu kombinieren? Und das eine da, wo es nötig ist und das andere da, wo es nötig ist. Ja, natürlich, wie wir ja eingangs schon besprochen haben, gibt es auch natürlich in der Mensch-Hund-Beziehung einige Problemfelder. Bei zu starker Bindung, kennen wir, haben viele schon mal gehört, gibt es die sogenannten Trennungsreaktionen, dass der Hund das Inventar zerlegt, wenn er zu Hause alleine bleiben muss, unter sich lässt, wenn wir wieder nach Hause kommen, dass er in die Bude uriniert oder sogar kotet. Meistens, nicht immer, meistens. Also es ist keine Allgemeingültigkeit hier zu nichts, was ich sage. Meistens hat es ein Problem, dass die Bindung zu stark ist, dass der Hund so ist, wie er dann ist. Und was halt auch passiert bei einer Zustandbindung, dass der Hund unselbstständig wird, weil er sich nicht traut, Sachen selbst zu regeln, zu erledigen, weil Herrchen oder Frauchen vielleicht so vorsichtig sind, dass sie sich nicht trauen, dass der Hund was alleine regeln darf. Das gibt es ja auch. Das nennt sich dann die anerzogene oder die erlernte Moment, es ist sehr warm heute. Die erlernte Unselbstständigkeit oder die erlernte Hilflosigkeit, kann man auch dazu sagen. Was auch immer ein Problem ist, ist die sichere Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Um Gottes Willen, das soll nicht heißen, was es ja auch immer wieder gibt, ignorieren Sie den Hund erstmal 3 Tage lang, sperren Sie den schön in ein anderes Zimmer, wenn er Mist gemacht hat und dann nicht mitsprechen, nicht angucken und solche Geschichten. Das heißt das nicht, um Gottes Willen. Das ist tierschutzrelevant, wenn Sie Ihren Hund 3 Tage lang ignorieren. Aber wenn Ihr Hund weiß, Sie sind immer da, Sie sind immer zur Verfügung, wenn ich es will, ist das genauso fatal, weil Sie verlieren an Wichtigkeit für Ihren Hund. Weil der Hund einfach weiß, wenn ich sie brauche, ist sie da und ansonsten mache ich mein Ding. Ein großes Problem, insbesondere in der Pubertät, ein Riesenproblem. Wenn der Hund aus verhaltensbiologischen Gründen eh schon in der Abwanderung eigentlich ist, weil ihm die Natur das so ein bisschen vorgibt und eh schon alles Chaos im Kopf hat, weil alles neu sortiert und neu aufgebaut wird. Und wenn sie dann noch ständig für den Hund da sind und ständig auf ihn einquasseln, verlieren sie sich an den Hund. Das ist einfach so. Was wir auch viel haben, Sender-Empfänger-Missverständnisse. Signale hemmen Signale. Das heißt, ein kleines Beispiel, Sie rufen Ihren Hund, der Hund kommt freudig zu Ihnen und Sie stehen so vor ihm. Na, hast du toll gemacht, mein Junge, fein. Da sagt der Hund, der da ankommt, oh, nee. Ja? Wenn Sie Ihren Hund ranrufen und er freut sich, dass er kommen darf, dann blockieren Sie ihn nicht körpersprachlich, beugen Sie sich nicht entgegen, klatschen Sie nicht in die Hände, verscheuchen Sie den Hund doch nicht wieder. Ja, klein machen ist kein Problem, Sie können aber auch gerade stehen bleiben. Wenn das soziale Vertrauen da ist, auch dann könnten Sie sich sogar vorbeugen, weil da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, je nachdem, was Sie für einen Hund haben. Ich kann das bei meiner, weil die hat vor nichts Schiss, also insofern. Aber es muss halt nicht sein. Man kann das dem Hund halt ein bisschen einfacher machen. Und gerade wenn man unsichere Hunde hat oder Auslandshunde, wo das ja immer so ein großes Thema ist, da muss man halt ein bisschen mehr auf seine Körpersprache achten, als das mit so Terriern der Fall ist oder so. Da ist man da weniger empfänglich für hemmende Signale. Ja, die soziale Sättigung durch das ständige auf den Hund einreden hatten wir gerade schon angesprochen. Ich finde es immer wieder ein Fest, wenn ich Hundehalter sehe, wo der Hund 5 Meter an der Flexileine vorgibt und Herrchen oder Frauchen mit einem Lächeln auf dem Gesicht hinterher tanzen und mit dem Hund sprechen. Ich weiß nicht, was Sie denken, dass der Hund das wirklich noch registriert, was Sie da sagen. Ich habe keine Ahnung. Es ist definitiv nicht so. Der Hund macht sein eigenes Ding und Herrchen ist halt da.
der ist halt am anderen Ende der Leine. Also es ist wirklich teilweise ist erschreckend, wenn man diese Bilder so sieht, dass die Leute wirklich denken, dass sie ihrem Hund Gefallen tun, wenn sie den ganzen Tag nur auf ihn einreden und ihm sagen, wie süß er doch ist und wie lieb er doch ist. Ja, dass das bereits im häuslichen Bereich beginnt, das denke ich mal, wird kein Geheimnis sein. Auch da wird viel zu viel mit den Hunden geredet, auch da wird viel zu viel an den Hunden rummanipuliert und der Hund nicht einfach mal Hund sein gelassen, den ganzen Tag beschäftigt. Es muss ja immer was gemacht werden, es gibt ja auch Beschäftigungsjunkies, das gibt es ja auch mittlerweile, die haben auch leider wie unsere Kinder, die haben jeden Tag irgendein Sportprogramm. Klavierspielen, Hallenmikado, das gehört ja alles mittlerweile dazu. Es muss ja jeden Tag was gemacht werden und einfach mal so 5 bis 6 Stunden schlafen am Tag. Welche Hunde dürfen das denn heutzutage noch? Also wenn ich in die Einzelfallberatung komme, das machen die wenigsten heute. Ja, was kann man dagegen tun? So ein paar Lösungen hätte ich parat eventuell. Natürlich die Abhängigkeit erhöhen durch Entziehung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Und nochmal, das heißt nicht, dass Sie Ihren Hund über einen längeren Zeitraum ignorieren sollen. Das heißt es nicht. Das heißt einfach nur, dass Sie nicht jedes Mal, wenn der Hund zu Ihnen kommt und sagt, streiche mit, den Hund streicheln. Oder wenn der Hund sagt, ich habe Hunger, ich hole dein Futter. Oder wenn der Hund sagt, mach mal die Balkontür auf, ich muss raus, dass Sie sofort hinrennen und die Balkontür aufmachen. Das meint das. Oder dass Sie auf einem Spaziergang auch mal sagen, du biegst links ab, dann gehe ich halt nach rechts. Der Hund soll sich an Ihnen orientieren und nicht Sie sich an dem Hund. Ja? Sozial, das ist ganz wichtig. Auch einige, das ist auch ein Aspekt, glaube ich, den auch viele nicht wissen oder nicht verstehen wollen. Die soziale Bindung entsteht eigendynamisch. Das heißt, die kommt vom Hund. Die können Sie dem Hund nicht beibringen. Das tut er, weil er das möchte, weil er sich an Sie binden möchte. Ja? Und auch das tut er nicht, wenn Sie ihn ständig nerven. Ich meine, es gibt natürlich auch Hunde, die stehen da drauf, genervt zu werden. Das gibt es auch, wie bei uns Menschen. Aber die meisten stehen halt nicht drauf. Und es ist halt nicht der sozialen Bindung förderlich, wenn Sie sich ständig und den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen als mit Ihrem Hund. Leben Sie erstmal Ihr eigenes Leben und dann das des Hundes. Vielmehr, wenn der Hund ankommt, zwischendurch mal, auf dem Spaziergang zum Beispiel. Sie gehen ganz normal, beachten Ihren Hund nicht und auf einmal kommt mal so ein Blick zu Ihnen nach oben. Das können Sie annehmen. Das ist toll. Das können Sie bestätigen. Auch mit Leckerchen, durchaus. Keine Frage. Aber nicht das Beispiel, was ich gerade gesagt hatte, der Hund geht vorne weg und guckt alles andere an und Sie haben die ganze Zeit wirklich Kontakt zu Ihrem Hund. Obwohl, probieren Sie es mal aus. Vielleicht erwidert Ihr Hund ja den Blickkontakt. Mal gucken. Und dann gibt es einen markanten Satz, den kann man sich wirklich merken, weil er stimmt tatsächlich und ich kann das immer wieder nur bestätigen. Distanz schafft Nähe. Das ist so. Weniger ist oft mehr. Ja? Das ist auch wie bei uns Affen, wenn wir uns neu verliebt haben und dann an jemanden geraten und dann in der rosaroten Welt leben und die ganze Zeit dann SMS und Facebook und so, wie das heutzutage so geht, dann kann man Pech haben und derjenige sagt dann irgendwann, du gehst mir auf den Sack. Das ist mir zu viel. Ne? Also immer lieber ein bisschen zurücknehmen und den anderen machen lassen. Ist immer besser. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Mensch-Hund-Beziehung im Konfliktmanagement auch nochmal eben kurz angerissen. Wenn man Hunde hat, die wirklich Probleme mit irgendwas haben, da stellt sich dann immer die Frage, was nimmt man? Materielle Werte gegen soziale Werte oder Leckerchen gegen Führung? Leckerchen dient eindeutig, und das ist auch verhaltensbiologisch belegbar und hormonell bedingbar und belegbar, das kann man sich, da gibt es genug Literatur mittlerweile und man kann auch Leute ansprechen, die sich da intensiv mit beschäftigen. Wenn man einen Hund versucht, an einem Konflikt mit Leckerchen vorbei zu lotsen, sage ich jetzt mal, hat man nichts anderes als eine Ablenkung oder eine Vermeidung und es ist lediglich eine Stresslinderung, was man da erreicht, eine Symptombekämpfung. Das ist das, was der Hausarzt meistens mit uns macht, wenn wir Schmerzen haben. Dann gibt es eine Schmerzspritze. Ja, Entschuldigung. Das ist das, wie ich die, so sehe ich die Welt mittlerweile. Muss sich ja keiner meiner Meinung anschließen. Aber man hat dann halt wirklich eine Symptombekämpfung und man hat dem Hund nicht wirklich geholfen. Man kommt vielleicht durch die Situation einigermaßen durch und je nach Ausprägung des Problems ist es auch durchaus möglich, das so zu regeln. Ist keine Frage. Man muss halt immer gucken, zu was man in der Lage ist und was man erreichen möchte.
Die soziale Führung hingegen, die man als individueller Bindungspartner dann ja hat, quasi schon inne hat, wenn der Hund sich an einen gebunden hat, die dient tatsächlich der Konfliktbewältigung und dient der Stressbewältigung. Denken Sie mal an das Beispiel, was ich Ihnen gerade mit Oma und dem Donnerschlag erzählt habe. Oma würde niemals dem Hund helfen, diesen Stress zu bewältigen, der dieser Donnerschlag auslöst. Ich ja. Bei mir schafft sie das. Bei Oma nicht. Bei Oma würde sie vielleicht ein Leckerchen nehmen, was auch nicht viele Hunde machen. Bin schon durch. Ja, das war der offizielle Teil. Und ich würde Ihnen ganz gerne noch zum Abschluss, bevor die Fragen gestellt werden, bin ich noch in der Zeit, ja, ne? Eine kleine persönliche Anekdote zur Mensch-Hund-Beziehung erzählen. Das passt, denke ich mal, ganz gut dazu. Ich habe ja eingangs schon erzählt, dass auch meine Mensch-Hund-Beziehung, meine jetzige Mensch-Hund-Beziehung von argen Problemen gekennzeichnet war und auch teilweise noch ist. Auch ich bin nicht perfekt, auch ich bin nur Hundehalter mit meinem eigenen Hund. Und wir haben am Anfang wirklich viele Probleme miteinander gehabt. Wie gesagt, ich bin gebissen worden von ihr mehrfach in Konfliktsituationen. Wir haben eine riesen Odyssee an Hundehaltern hinter uns, wo wir uns durchgehangelt haben. Und jetzt letztlich sind wir auf einem ganz guten Weg, denke ich. Und was halt in den letzten Monaten vermehrt aufgefallen ist, dass wenn wir zusammen spazieren waren, unterwegs waren, also wir haben in den letzten Monaten viel zusammen gemacht, wir waren viel auf Fortbildung zusammen, also ich war auf Fortbildung, der Hund war dabei. Und da ist mir halt aufgefallen, wenn wir jetzt gemeinsam spazieren gehen und Herrchen hat eine Tasse Kaffee zu viel getrunken vor dem Spaziergang, dann kann es ja auch schon mal passieren, dass das Herrchen dann mal pullern muss in der freien Wildbahn. Das will jetzt vielleicht nicht jeder hören, aber ich erzähle es einfach mal. Und da ist mir aufgefallen, dass in den letzten Monaten Sally vermehrt da dran geht, riecht und drüber markiert, drüber pullert. So, und jetzt der erste Gedanke, man hat ja immer so, oh Gott, der Hund ist dominant. Ne, das ist ja immer das Erste, was man so gesagt kriegt. Der Hund, der über einen drüber markiert, der ist ja dominant. Und dann erinnerte ich mich aber eines Tages daran, was Günter Bloch mal auf einem Vortrag gesagt hat. Ich weiß nicht, kennt Günter Bloch, ist das ein Begriff? Ja, denke ich doch. Und er berichtete nämlich, dass in einem Wolfsrudel die einzelnen Mitglieder über die eigenen Urinmarken gegenseitig drüber markieren. Und zwar, um bekannt zu geben, dass sie zueinander gehören. Und dann dachte ich, das kann ja vielleicht passen. Und habe dann mal wieder den Verhaltensbiologen meines Vertrauens kontaktiert und habe den gefragt. Und er sagte dann tatsächlich, ja, in diesem einen besonderen Fall, so wie du das schilderst, kann das passen. Und er sagte wortwörtlich, ich habe mir das mal aufgeschrieben, bessere Beziehungsqualität durch zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten macht die Beziehung wertvoller und wird somit stärker nach außen kommuniziert. Das heißt im Prinzip nichts anderes, dass mein Hund in dem Moment sagt, Papa war hier und ich gehöre zu Papa. Vielen Dank fürs Zuhören.